wird Ihnen gleich schon viel besser gehen. Psst. Richard Angelo. Totschlag und Körperverletzung. Verhaftet wegen Mordverdachts in 25 Fällen, von der Jury in 10 Fällen für schuldig befunden. Serienmörder ermorden mindestens 3 Menschen. An unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das schließt nicht aus, dass ein Serienmörder während einer Tat auch mehrere Opfer umbringt. Serial Killers erzählt ihre Geschichten.